Dokumentation eines 2 Tages Damast-Workshop in der alten Schmiede 1889 in Greding. Der erste Tag begann mit einer kurzen Materialkunde und mit Vorbereitung des Rohlings. Dazu wird ein gehärteter Stahl und 2 weichere Stahle auf Länge geschnitten und danach miteinander verschweißt. Nachdem der Rohling die richtige Temperatur hat, wird er Feuer verschweißt. Der Rohling wird des Öfteren abgelenkt, umgeschlagen und wieder geschmiedet. Der Vorgang wird des Öfteren wiederholt, je nachdem, wie viel Damastlagen man haben möchte. Der Stahl wird pro Vorgang 2-mal mit der Handfeuer verschweißt und 2 Durchgänge mit dem Hydraulikhammer. Je nachdem, wie viel Damastschicht man haben möchte, wird der Vorgang des Öfteren wiederholt. Mit dem Hydraulikhammer wird der Stahl zum Schluss auch auf Breite und Länge gebracht. Im letzten Arbeitsschritt des ersten Tages wird der Damaststahl noch ausgerichtet. Der 2. Tag beginnt mit der Designfindung und Konturengebung des Damastmessers. Nachdem das passende Design ausgearbeitet wurde, wird eine Schablone erstellt und die Kontur auf den Damaststahl übertragen. Wir werden es dann nachsetzen müssen. Bei den nächsten Arbeitsschritten wird mit Winkelschleifer, Bandschleifer, Feilen die Kontur des Messers aus dem Damast rausgearbeitet. Ein weiterer Arbeitsschritt
ist das Heranschleifen der Klinge. Als einer der letzten Arbeitsgänge wird das Messer noch gehärtet. Im letzten Feinschliff werden die Kanten noch etwas getroffen. Als vorletzter Arbeitsschritt wird das Damastmesser noch gedreht. Als letzter Arbeitsschritt wird die Schneide an das Damastmesser hingeschliffen. Also Bergwanderung und jetzt gehen wir aufs Gipfelkreuz. Also wir schleifen jetzt quasi die nur den Grab. Bei dem Workshop waren wir drei Teilnehmer und jeder hat ein Damastmesser geschmiedet. Eins wurde mit 108 Lagen, eins mit 156 Lagen und eins mit 216 Lagen geschmiedet. Wir haben gerade nicht dran. Dann werden wir nicht schlecht.